Moin und willkommen zurück zu Mannerlords. Ziel dieses Mal, Armee aufstocken und die Ländereien hier erobern. Zum einen das hier einfach mal vom Banditencamp befreien und hier einmarschieren. So, hier ist eine Rüstungsproduktion an den Start gegangen. Sollten meine Leute auch ein bisschen mehr aushalten. Naja, und die Leute, die also das Gefolge von hier, das wird natürlich sowieso noch ein bisschen mehr ausgestattet. So wie bei dem hier ja auch schon. Er hat eine deutlich bessere Rüstung erhalten, kostet dann natürlich auch wieder ein bisschen aus der Schatzkammer. Aber wo habe ich da, wenn man den mit dem vergleicht, das ist schon was anderes. Gut. Auf geht's. Mit den Bauernhöfen hier, das ärgert mich so ein bisschen. Ich habe gehofft, dass man zumindest in zwei Bereichen ein bisschen vorankommt, aber tatsächlich muss man sich auf einen Baum konzentrieren, so wie es aussieht. Weil eigentlich brauche ich hier unten noch zwei. Und hier oben brauche ich auch noch einen auf jeden Fall. Ja, auch zwei, wobei der nicht so wichtig ist. Ja, aber insgesamt bekomme ich, glaube ich, nur noch einen. Einen Entwicklungspunkt. Die da bringen die Leute, aber ich denke mal, das Einzige, was die machen, ist Leichen begraben. Die wird es von mir ja hier kaum geben, sage ich jetzt einfach mal. So, dann habe ich wieder eine Menge Bretter. Heißt, eigentlich kann der dann hier nochmal welche produzieren. Ja, der kann Werkzeuge produzieren. Vielleicht noch Waffen? Lass mal gucken. Werkzeug. Ja. Speere bringen mehr. Seitenwaffen bringen noch mehr. So, wie sieht's hier aus? Okay, wenn ich jetzt hiervon noch ein Regiment hole, dann habe ich insgesamt zu wenig Rekruten. Okay.
Gut, setzen wir es so dahin. Wir sind tatsächlich Briganten unterwegs. Brauche ich meine Truppen ja gleich. Wie viele brauche ich da jetzt? 1, 2, 3, 4, 6. Ich glaube 7 oder 8 hatte ich gerade eben gezählt, ne? Die denn her? Sind tatsächlich schon so weit. Stay still! Stand back!
Jo, da habe ich ja kurz gepennt. Oh, da darf ja eigentlich nichts Großartiges passieren. Starker Unterzahl. Und deutlich schlechter ausgestattet. Ich habe einen Trupp irgendwie verloren. Einen Soldaten habe ich verloren. Ach, da sind noch welche. Shit. Und einen Gefolgsmann habe ich verloren. Der Verkauf an Waffen eigentlich noch drin, ja, ne? Ja. Nee, das war nichts. Na, egal. Baue ich halt noch welche dazu.
Wie teuer war das? Okay. So, dann gleich noch einer. Ein Hof noch. Teilweise gar nicht erkennen, was Höfe sind.
Das müsste das letzte Gebäude gewesen sein. So, Großstadt, Maximalstufe. Würde ich aber wahrscheinlich trotzdem hier hochgehen. Das mal einzäunen. Rekruten. Ja. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Ein bisschen lässt du mal wieder weg. Heute Fläche 65. Sehr gut. Das verstehe ich hier übrigens hin und es verschwindet wieder.
So, ein normaler Holzfäller reicht eigentlich. Wieso wird denn das da immer wieder weggenommen? Was machen wir damit? Dann jetzt erstmal die Ochsen wegnehmen. Feuert. Thank you.
Kein Malz, aber Bier. Reichlich Mehl, aber Bäcker kommen nicht hinterher. Oder die Leute im Speicher nicht. Eigentlich genügend Beeren, oder? Ja.
was macht er jetzt? Sehen wir uns Lachsfeld mal. Leider 5 Vermögen zu wenig. Ach, ich gebe ja auch noch für Schafe aus. Shit. Handel. Erstmal kein Handel.
So, wo sollen denn die Schafe jetzt gleich rüber? Dahin oder wohin? Wow, das ist eine Menge Ertrag. Das war doch eben schon. Ach. Verstehe ich jetzt nicht. Das will ich doch jetzt eigentlich genau wechseln müssen. Das wird jetzt Weizen, das wird jetzt Brach. Das ist schon ein Schusterwerkstatt, okay. Warte mal, wenn wir jetzt hier das kleinste Feld, 61. Also Schafe bis 61.
eine zu viel. Und zwei Au. Das sind zwei Au. Okay, dann zumindest alles schon mal aufgewertet. Wieder die gleiche. Das ist nicht so viel Auswahl. Rekruten haben wir noch.
Ist nicht so viel. Was ist überhaupt mein Bogenmacher? Das Ding, ja, ne? Also das Ganze kann ich nochmal machen. Goldhof. So, 10 Leute für eine weitere Kompanie.
Ein Schaf noch. Da hinten kommen die Lebensmittel nicht an. Ein paar Felder hier, so viel Gemüse herstellen. Also drei. Angeln. Thank you.
Ja, die dürften vorher da sein. Also zwei Bogenschützenregimenter. Ein ganz paar Rekrutenfilme leider noch. So, Leute, kommt ran.
Naja, die sehen ja ganz nett aus. Was soll das denn?
Leute denken dran, ihr sollt feuern. Wenn Gegner in Sicht sind. Oder nicht stoppen. Na, das war richtig blöd. Leider zwei verloren. Ja. Der Schwertkämpfer. Und da auch einen. Das ist doch blöd. Die wieder. Ne, habe ich da jemanden verloren? Ne, gar nicht, ne? Mm-hmm.
Neue Söldnerkompanie, ja. Ist immer dieselbe, nur woanders. So, das soll ich noch schnell weitermachen. Und 5. Die 38 wird ja bleiben, die 5. Mal gucken, wie es im Oktober aussieht.
jetzt ja nicht, ne. So, jetzt haben wir es fast. Ein Gefolgsmann noch. Und dann können die schon mal losmarschieren. Sollen wir wirklich im Winter marschieren? Hat das Auswirkungen? Ich weiß es gar nicht. Nö, hat keine Auswirkungen. Dann geh doch schon mal dahin. Thank you.
So, dann hoffe ich mal, dass das Lager hier nicht ganz so stark bewacht ist. Ich sehe hier gar keins mehr. Da. Ja, keine Ahnung. Ist niemand, oder? Ja, niemand da. Na toll. Wenn wir nicht kämpfen brauchen, kämpfen wir schon. Die Milizen bezahlen müssen. Das meine ich. Hat der andere ja wohl alle Milizen, ne? Nee, mehr geht nicht. Ob ich schon hab oder was? Das ist ja auch schon wieder ein Bug.
So. Wie man sieht, ich mache mich auf den Weg und versuche mal eine Region zu erobern. Aber das ist etwas für die nächste Folge. Ja, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.